Ja, moin moin, meine Herzhauer. Das war ja eben wunderbar. Schöner Sieg, 2-1. Ich hatte 1-1 getippt. Also ich muss schon sagen, wer da nicht mehr zufrieden ist, der muss nicht zufrieden sein. Aber ich bin zufrieden. Das sind 3 Punkte in Köln. Köln ist keine Laufkundschaft, aber Köln, muss ich schon sagen, die hätten auch noch eine halbe Stunde länger spielen können, hätten auch kein Tor mehr gemacht. So sehe ich das nicht. Also, und dann muss ich noch mal, bevor ich zur Analyse komme, muss ich noch mal ein Wort sagen. Der Sprecher wieder von Sky war ja wieder unheimlich. Also der Terodde musste ihn ja sagen, wie Fußball geht. Also unmöglich, der Mann, alles gegen HSV gesprochen, hin und her. Zum Schiedsrichter will ich nur eins sagen. Eine 0B, eine 0B, das war eine 0B, das war gar nichts, das war hin und her. Wenn wir einen Konter hatten, hat er uns einen Freistoß gegeben. Also so was Schwachsinniges. Aber das ist vorbei. So, das fing an. Köln hatte ein paar Chancen. Wir haben ja auch heuer drin gehabt. Also Ferro muss ich schon sagen. Erste Sahne, für mich erste Sahne. Da gibt es keine Diskussion über. Den muss ich erwähnen. Oder natürlich Königsdorfer. Ich hoffe, der Knoten ist geplatzt. Dann haben wir über alle ihn verkannt auf links oder rechts außen. Als Mittelstürmer hat er eine wunderbare Partie gemacht. Das muss ich schon sagen. So, bei Bagri, ja, da will ich auch noch mal rausnehmen. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Der hat ja wieder gelaufen wie ein Pferd. Und macht dann die Fehler, diese technischen Fehler, was mich auch nervt. Aber das kann er nicht anders. Und wir hatten auch noch Chancen. Wir hätten auch noch Tore machen müssen. Denn wir Köln schon mit 3-0 platt gewesen. Denn hätte er einwechseln können, was er wollte. Aber somit haben wir das Ding gewonnen und ich bin zufrieden. Das sind 3 Punkte, wichtige Auswärtspunkte. Und wir gucken jetzt natürlich erstmal von oben runter. Aber ich sage euch eins, halt den Ball flach. Ich habe dann auch gesehen, es waren auch noch Konditionsschwierigkeiten. Aber wie gesagt, was ich noch sehe, der Dombé hat natürlich ein Riesenspiel gemacht auf links außen, eine Waffe. Der andere Wilde, der damalige St. Paulianer, der hat ja nun überhaupt nichts gesehen. Und dann nachher hat er das richtig gemacht. Da hat er Haier gebracht und Özenali, die haben ein bisschen Ruhe reingebracht. Aber wir hätten natürlich noch mehr Konter haben müssen, wenn wir noch. Und natürlich muss ich den erwähnen. Und dann Tschechen hat eine wunderbare Flanke geschlagen und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Dem fehlt natürlich noch das Verständnis und die Kondition. Und Kondition fingen alles. So, und da will ich nochmal Leute rausheben, die das Ding gewonnen haben. Schonlau, Meffert, Heuer Fernandes, die drei und natürlich Königsdorfer mit seinen beiden Dinger. Aber die drei, die Abwehr hinten. Und auch dahinter hat die Dunitz hier, Dennis, auch gut gespielt. Nachher hat er ja umgestellt auf Viererkette, war auch gut. So, dann hat er auch den jungen Mann noch gebracht, der konnte sich natürlich nicht mehr zeigen. Da war ja nachher eine gewisse Abwehrschlacht, unser Fabio. Aber er hat gespielt und ich freue mich darüber, wenn er überhaupt an die Jungs denkt, der Baumgart. Ja, so hat er alles richtig gemacht. Ich muss schon sagen, das geht ja alles besser. Nur für das erste Spiel, 2 Dinger gemacht in Köln. Natürlich bedingt durch auch einen Torwartfehler, das erste, das ist ja ein Witz. Aber ist egal, den musst du erstmal reinmachen. Und die zweiten macht er auch rein. Wunderbar gemacht. Also, was habe ich denn noch vergessen? Im Grunde genommen bin ich rundherum zufrieden. Da könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Ich höre sie schon wieder. Ja, davor überhaupt nicht gefährlich. Die Köln die haben da vorne keinen Knipser gehabt. Und die Flanke hätte man dann natürlich verteidigen müssen. Da waren sie natürlich hinten nicht richtig am Mann. Sonst so viel hätte Köln nie ein Tor gemacht. So sehe ich das. Aber wie gesagt, wir haben die 3 Punkte im Sack. Und jetzt können wir ganz ruhig die Woche angehen lassen mit Hertha BSC. Und dann wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. So ist es. Wunderbar. Und Steffen kann in Ruhe arbeiten. Das Gepöbel ist vorbei. Er hat die 3 Punkte geholt. Und noch was. Da hängt das Trikot von meinem Freund Luca Waldschmidt. Was die Däne in Köln machen, der kann ja gar nicht mehr. Das macht mir aber zu denken. Mit dem muss ich mal telefonieren. Der kann ja gar nicht mehr. Der war ja gar nicht auf dem Platz. Aber wie gesagt, Köln interessiert mich nicht. Aber weil ich Luca sehr gut kenne, will ich ihn nur mal kurz erwähnen. Ja, rundherum eine schöne eine Kampfpartie, die zweite Halbzeit. Aber in der ersten Halbzeit waren sehr schöne Spielzüge dabei von Dombey.
Und dann muss man da, kann ich da auch gut mit lieben, 3 Punkte ins Werk. Und Peter ist zufrieden. Und alle Mörkler, ich habe ja auch nur 1-1 getippt, natürlich in den Kopf getippt, ich gewinne das Ding. Und es ist alles gelaufen, so wie ich das wollte. Alles gut. So, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und den HSV-Spielern mit, ich glaube, die kommen mit dem Bus zurück. Eine schöne Rücktour. Und dann macht euch schön, ich glaube, die haben 2 Tage frei nach dem Sieg. Und dann macht euch noch ein schönes Wochenende. Also, verdient gewonnen, da gibt es überhaupt keine Diskussion über. Nur, wenn Köln noch ein Ding macht, dann das, unterschieden wäre auch korrekt. Aber wir haben das Ding mal gewonnen und so gehört sie erst. Alles klar, nur der HSV, hau rein ins Tango. Habe ich denn noch was vergessen unbedingt? Nee, also wir hätten auch noch 1-2 machen müssen in den Konter. Alles klar, tschüssi, nur der HSV.